Das Ganze war eine Schnapsidee, geboren mit einem Kumpel zusammen. Und letzten Endes haben wir gesagt, wir brauchen einen Doppelnamen, weil das Dirty die Kneipe ist. Hier soll es rockig zugehen und ein bisschen schmuddelig. Und drüben haben wir eben die Tanz- und Veranstaltungsfläche. Wir haben da Rock, Punk, Singer-Songwriter, was gefällt und daher das Dancing. Moin, ich bin Tim. Ich betreibe seit 11 Monaten das Dirty und Dancing in der Hasestraße. Auf der Baustelle fange ich morgens meist um 9 dann an. 9 bis 17 Uhr, dann habe ich noch Zeit, mich umzuziehen und zu duschen. Und dann geht's hier hin. Und je nachdem, ob ich hinter der Theke stehe oder eben bin Mitarbeiter, kann ich mich dann auch mal dünne machen. Der Laden stand eine ganze Weile leer. Der Vermieter Axel Gartmann hat mir die Möglichkeit gegeben, den Laden eben auszubauen und mir damit die Möglichkeit gegeben, auch mich zu verwirklichen hier. Wir haben von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich hier wirklich alles selbst gemacht. Durch junge Unternehmer, die eben hier jetzt ansässig werden, Montur, Shock Records & Coffee, der Kiosk, der ja auch noch nicht so alt ist, nebendran jetzt der Dampfershop, da denke ich, bieten wir so einen ganz guten Lückenschluss. Sie soll im Großen und Ganzen so bleiben, wie sie ist. Eben das an Kiez bieten, was Großstädte oder andere Städte schon unter Umständen seit jeher haben. Und wir haben hier die Möglichkeit, Klamotten zu kaufen im Montur, eine E-Zigarette im Dampfershop. Dann geht's weiter zu Schnalli, einen Kaffee trinken, eine Platteprobe hören bei Bibi, Mittagessen bei Helmut und abends ein Bier hier. Gut gefallen hat es, glaube ich, allen, dass die Hasestraße zumindest zeitweilig nur eine Einbahnstraße war. Wir konnten quer über die Straße Badminton spielen. Es war insgesamt ruhiger. Vielleicht wäre das eine Idee für die Zukunft, die Hasestraße als Einbahnstraße zu machen. Mir würde es gefallen.